purchase your tracks. Eigentlich sollte ein Diss-Track gegen Miki kommen, Mikamaru. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich daran hindert, diesen Diss-Track zu machen. Ich meine, klar, der Diss-Track wäre sowieso nicht ernst gemeint gewesen, aber es gibt keinen Grund, gegen Miki einen Diss-Track zu machen. Es ist mittlerweile schon, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich Miki kenne. Ah, Miki hat mich schon damals angeschrieben. Er hat unter einem meiner Videos kommentiert, da hatte ich gerade mal die 50 Abonnenten erreicht. Nun sind wir bei 212. Ich weiß, es ist nicht so viel, aber es ist schon etwas. Und besonders Miki hat mir dazu verholfen. Und ich meine, ich will ehrlich sein, das wird jetzt ein ehrliches Video. Am Anfang, als Miki mir die Video hier die Tipps für YouTube gegeben hat, ich mochte ihn nicht. Ich hatte einen negativen Eindruck von ihm. Da habe ich mal auf seinen Kanal geguckt, weil er gestreamt hat. Und ich habe generell schon einige seiner Videos gesehen dann. Und ich habe meinen Mann geändert. Miki ist einfach eine Person. Er hat es verdient, abonniert zu werden. Er hat es verdient, einfach so viele Freunde zu haben. Und ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich bin froh, auch mit Miki befreundet zu sein. Denn, ich sag mal so, klar, es gab die eine Zeit, da, oder ja, Zeit hatte jeder, da hat man nicht viele Freunde. Ich hatte relativ viele, aber niemanden, mit dem ich mich wirklich so über YouTube unterhalten konnte. Niemanden. Ich hatte keinen Senpai. Und ja, ich habe dann irgendwann immer mehr bei Miki in Streams geguckt und habe halt mehr geschrieben. Mehr Kommentare geschrieben. Mehr in den Stream reingeschrieben. Ich wollte gerne mit Miki reden. So, ich wollte mit ihm reden. Einfach mit dabei sein. Ich wollte was von Miki. Ich wollte mit Miki befreundet sein. Ich wollte mit ihm reden. Und es gab einen Stream. In diesem Stream habe ich mir, wenn man es so sieht, die Freundschaft mit Miki erkauft. Ich habe ihm für 60 Euro Dark Souls gekauft. Und habe somit die Möglichkeit bekommen, mit Miki zu reden. Es war mitten im Skyrim-Stream und irgendwie kam das Thema auf, dass Miki gerne Dark Souls spielen möchte. Ein bisschen später habe ich Miki einen Code zugesendet, wo Dark Souls 3 drauf war. Es war merkwürdig, einer fremden Person, die ich seit 2-3 Monaten kenne, random ein 60-Euro-Spiel zu kaufen. Aber als ich Mikis Reaktion gesehen habe, wusste ich, dies war die richtige, die richtige Aktion. Denn Miki war gerührt. Und ich mag es einfach tierisch zu sehen, wenn Leute gerührt sind, weil, vor allem wenn ich dann auch noch dafür gesorgt habe, das gibt einem ein gutes Gefühl, versteht ihr? Das gibt einem ein gutes Gefühl. Und ja, es ist einfach so. Dann wurde ich gemoved. Und dann durfte ich mit Butter, Daki, Juice und Miki und weiteren geredet. Ich habe eigentlich den restlichen Abend mit ihnen verbracht und ja, dann hieß es, ich darf gerne immer wieder kommen. Und das kam ich. Ich kam immer öfter auf den TS und habe öfter mit Miki geredet. Und ich bin ehrlich, ich habe die Zeit genossen. Ich genieße die Zeit auch immer noch, nur leider kann ich aufgrund meines Spätdienstes, da ich aktuell in einem Pflegeheim arbeite, kann ich leider nicht immer online kommen zu passenden Zeiten. Und zwar entweder erst abends ab 22 Uhr oder halt vormittags bis 11 Uhr und das ist halt echt nicht toll. Jetzt habe ich das halt geändert bekommen und habe nur noch Frühdienst, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine.
Es kam eine Zeit, da habe ich mit Miki viel aufgenommen. Einiges habe ich gar nicht hochgeladen. Miki hat mit mir aufgenommen, ich habe mit Miki aufgenommen. Ich war halt mehr in den Streams mit dabei. Und ja, durch Miki habe ich dann auch Linchen kennengelernt. Und durch Linchen habe ich so viele andere Freunde kennengelernt. Viele Freunde, die einfach wunderbar sind. Und Miki, dieses Video ist ein Video, was ich dir widme, weil ich froh bin, dass wir Freunde sind. Ich diese Freundschaft wirklich mag und hoffe, dass wir bald wieder mehr reden können im TS, denn ich habe ja nun wieder die Zeit dazu gefunden. Und ja, wie soll ich sagen? Danke für alles. Du hast mir so viele Tipps für YouTube gegeben. Seitdem haben sich meine Abonnenten gesteigert. Ich mache jede Woche, jeden Monat neue Abonnenten. Ich habe durch dich neue Freunde gefunden, neue Motivation. Ich habe mit dir lustige Momente erlebt und du bist einfach ein wundervoller Mensch und ich durfte dich jetzt 1000 Abos lang begleiten. Wirklich, du hast mich angeschrieben, da hattest du 2018 Abonnenten. Und seit diesem Tag, nun bist du bei 3018, wenn nicht sogar mehr. Und danke für alles. Dankeschön.